Grüße euch Exiles, schön, dass ihr da seid zum heutigen Video mit einer Klassenübersicht für Path of Exile 2. Wenn ihr vor der Frage steht, welche Klasse solltet ihr zum Start vom Early Access auswählen, welche passt zu euch, welche gibt es, was können die und was macht die besonders, dann seid ihr beim heutigen Video genau richtig. Wir werden im Detail auf die Aszendenzklassen zu sprechen kommen. Jede Klasse zum Early Access Start von Path of Exile 2 wird zwei Aszendenzklassen haben. Wenn du mit deiner Klasse ins Spiel gehst, wirst du im Laufe des Spiels eine Prüfung absolvieren können und wenn du diese Prüfung bestehst, stehen dir zwei Aszendenzklassen zur Wahl. Für die eine musst du dich entscheiden oder für die andere. Egal. Ihr könnt auf jeden Fall mit dieser Aszendenzklasse einen weiteren Skillbaum freischalten und dieser Skillbaum, der hat natürlich auch wieder Knotenpunkte, wo ihr Skills, Aszendenz, Skillpunkte reinverteilen könnt und diese Punkte schalten aber nicht nur diesen Knotenpunkt frei, sondern auch spezielle Skills, die es nur für diese Aszendenzklasse gibt und für keine andere. Deshalb ist das auch die größte Besonderheit bei der Klassenwahl und ich denke deshalb auch das Wichtigste, was wir heute in Bezug auf die Klassenwahl besprechen sollten. Denn ansonsten ist Path of Exile eher ja so gestrickt, dass ihr letztendlich auch einen Unterstützungsedelstein nehmen könnt, den tendenziell eher eine andere Klasse benutzen würde. Oder ihr könnt auch einen Skill nehmen, der vielleicht eher mal zu einer anderen Klasse eher passt. Vorausgesetzt, ihr habt die richtige Waffe, die ihr anwenden könnt. Aber ansonsten ist das Spiel und das Skillsystem ziemlich frei. Die größte Besonderheit ist also die Aszendenz, die besonderen Skills, die ihr dadurch bekommt und die besonderen Stärken und Schwächen. Bevor wir starten, bedenkt bitte, dass die Übersetzungen heute im Video nicht offiziell sind und zum Early Access Start auf jeden Fall anders lauten können. Des Weiteren möchte ich noch kurz auf die Klassenumfrage hinweisen. Die findet ihr direkt unterm Video in der Videobeschreibung oder in der Kommentarspalte. Ich bin da gespannt, wie die Ergebnisse aussehen werden. Als Zauberin kannst du zur Sturmbringerin werden, einer Meisterin der Elemente. Der Knotenpunkt Elementarer Sturm beschwört bei jedem kritischen Treffer mit einem Zauber elementare Stürme. Mit Doppelschlag kannst du zwei Schockelemente stapeln, um mehr Schaden zu verursachen. Wenn du aber tiefer in den Talentbaum gehst, kannst du alle Schadensarten so modifizieren, dass sie Schock auslösen. Du baust also ein Schockbild aus jeder beliebigen Fähigkeit, die du haben möchtest. Mein persönlicher Eindruck zu dieser Aszendenz ist, dass sie gute Crowd-Control-Fähigkeiten mitbringt, insbesondere durch die Dauerschocks, die sie wahrscheinlich verursachen wird und dafür auch indirekt defensive Vorteile haben könnte, da ihr eben die Gegner schockt und geschockte Gegner nicht besonders angriffslustig sind. Ihr habt auch den Fokus auf Crits, der zahlt sich, denke ich mal, dann doppelt aus, durch das, was wir jetzt schon hören und sehen konnten, zumindest übers Gameplay. Und Elementarschaden zu verbessern, macht alles in allem eigentlich auch Sinn. Man kann natürlich immer drüber nachdenken, ob man eine solche Aszendenz quasi als Zusatz sieht zu dem, was man sonst tut, oder als Spezialisierung nimmt für das, was man insgesamt tun möchte. Und ich glaube, da liegt auch eine große Freiheit, das dann weiter auszubauen, wie es einem beliebt und dementsprechend auch irgendwo Schwerpunkte zu setzen, die vielleicht ganz anders sind, als sie meinem Eindruck jetzt zum Beispiel entsprechen. Und das gilt eigentlich auch für das gesamte Video hier. Alternativ kannst du mit der Zauberin zur Chronomagierin werden und die Zeit selbst beherrschen. Sie hat die Fähigkeit, die Zeit mit Zeitfrost buchstäblich anzuhalten. Zusätzlich hat sie viele weitere Zeitmanipulationsfähigkeiten. Mit Zeitriss zum Beispiel kann sie sich an einen früheren Ort zurückteleportieren und dabei Leben und Mana auf ihren vorherigen Stand zurücksetzen. Oder sie kann mit Zeitsprung alle Abklingzeiten zurücksetzen und alle ihre Zauber erneut wirken. Ich denke, dass diese Klasse sehr, sehr stark sein könnte, was die Crowd-Control-Fähigkeit angeht. Eben mit dieser Zeitmanipulation umzugehen, wird im Kampf mit Sicherheit eine interessante taktische Komponente hinzufügen. Bedeutet, man muss aufmerksam spielen, schauen, wo stand ich denn, damit ich mich eben dahin am Schluss zurück teleportieren kann und nicht irgendwas durcheinander bringe und nachher direkt in den Monstern stehe, wenn ich mich teleportiert habe. Und eben solche Kniffe wie Leben und Mana auf vorigen Stand zurücksetzen und diese Skills zurückzusetzen, um sie gleich nochmal anwenden zu können,
klingt in meinen Ohren zumindest mega stark. Mich hat das persönlich an eine Klasse aus einem MMORPG namens Guild Wars 2 erinnert mit dem Mesmer. Der hat auch solche Teleportationsfähigkeiten gehabt, hat mega Spaß gemacht und viele Leute in Guild Wars 2 schätzen diese Klasse extrem für die Komplexität, die sie mitbringt. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir mehr davon erfahren, um auch mehr eben ableiten zu können, was die Stärken und Schwächen sind. Gehen wir weiter zum Krieger. Bei ihm kannst du zwischen dem Kriegsbringer und dem Titan wählen. Der Kriegsbringer kanalisiert die Macht seiner Ahnen, um immense Kraft zu erlangen. Mit beantwortender Ruf kannst du Ahnengeister beschwören, die mit jedem deiner Totems verbunden sind. Das Jade-Erbe umhüllt deinen Körper mit einer Schutzschicht, die allen Schaden absorbiert, bis sie zerbricht. Kriegsschrei des Rufers ermöglicht es dir, die Leichen deiner Feinde explodieren zu lassen, um mit Heulen des großen Wolfs kannst du die Abklingzeiten deiner Kriegsschreie ignorieren. Wir haben beim Kriegsbringer also schon ein paar Dinge angeteasert bekommen. Dieses Jade-Erbe als Schutzschicht spricht natürlich sehr stark für eine tankige Klasse, die im Ernstfall wirklich viel Damage aufsaugen und absorbieren kann. Deshalb auf jeden Fall für die Tanks unter euch ein sehr interessantes Ding. Des Weiteren mit Totems umzugehen, macht wohl beim Kriegsbringer zusätzlich Sinn. Genauso mit den Kriegsschreien Leichen explodieren zu lassen, ist natürlich eine wahre Freude, jetzt auch bei einer Kriegerklasse und nicht bei einer Nekromantenklasse oder Hexenklasse, wie wir es jetzt in Path of Exile mal sehen, was diese Aszendenzklasse ansonsten noch mit im Gepäck hat. Die Titanklasse beim Krieger dreht sich ganz um massive Angriffe. Mit Erdschläger hat jeder Schlag eine Chance, ein Nachbeben zu erzeugen. Zerschmetternde Schläge verwandelt jeden Treffer in einen vernichtenden Schlag, der deine Feinde leicht betäuben kann. Mit überraschender Stärke kannst du betäubte Gegner ausnutzen, um deutlich mehr Schaden zu verursachen. Der Titan wirkt also ganz so, als ob er sehr viel mit diesen Erdbeben-Erdschlag-Fähigkeiten hantieren wird und besonders eben auch die Betäubung nutzen möchte, um zusätzlichen Schaden zu verursachen, das vielleicht möglichst häufig auf den Gegnern anzuwenden, um sich einerseits durch die Betäubung von den Gegnern selbst vor Schaden zu schützen, aber eben auch diese Betäubung als Effekt auszunutzen, um Schaden nach oben skalieren zu können. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Skillbaum weitere Möglichkeiten gibt, um den Schaden auf betäubte Gegner weiter zu verstärken und eben diese Erdfähigkeiten, diese Erdbebenfähigkeiten weiter zu pushen, die Flächenschadeneffekte zu verstärken, zu vergrößern, zu verlängern, um so eben noch den Damage weiter nach oben zu bringen. Das heißt, für die Leute, die daran Spaß gefunden haben, wahrscheinlich während der Levelphase, die könnten definitiv in Richtung Titan gehen. Die nächste Basisklasse ist die Waldläuferin und bei ihr können wir zum Beispiel Deadeye, also tödliche Schützin, werden. Das ist eine Meisterschützin, die Gegner stilvoll ausschalten möchte. Mit endloser Munition erhält jeder Angriff von ihr ein zusätzliches Projektil. Mit sammelnde Winde steigert jeder Angriff ihre Bewegungsgeschwindigkeit leicht. Aber Vorsicht, sie verliert diesen Bonus auch, wenn sie getroffen wird. Mit Adleraugen wird sie niemals verfehlen, sodass du keine passiven Punkte mehr für Genauigkeit verschwenden musst. Hier sehen wir also auch was Krasses als Mechanik letztendlich, Bewegungsgeschwindigkeit immer weiter nach oben bringen, sofern man nicht getroffen wird. Also hier auch ein bisschen skillvoll zu spielen und versuchen, Gegnerattacken zu vermeiden. Natürlich auch die Schüsse zu verstärken, indem man eben ein zusätzliches Projektil erhält. Und ich gehe mit Sicherheit davon aus, wir haben es teilweise schon gesehen, dass man die Anzahl an Projektilen ja sowieso schon erhöhen kann mit bestimmten Unterstützungsedelsteinen. Und so eben nochmal ein Projektil drauf zu packen, um bei bestimmten Skills mit Sicherheit krasse Schadenseffekte herausholen zu können. Und das mit dem Adlerauge, dass man niemals verfehlt, sodass man eben nicht in Genauigkeit investieren muss, ist natürlich ein großer Gewinn, um hier mehr Punkte frei zu haben für andere schöne Dinge wie mehr Schaden oder vielleicht diverse Crowd-Control-Fähigkeiten. Alternativ könntest du die Pfadfinderin als Aszendenzklasse von der Waldläuferin
wählen. Das ist eine Meisterin der Fläschchen und des Gifts. Sie kann also aus mehreren werfbaren Gebräuen wählen, wodurch sie ihre Fläschchenladungen einsetzen kann, um explosive Flaschen zu werfen, die verschiedene Arten von Schaden verursachen. Eine blutende Mixtur lässt deine Feinde zum Beispiel bluten, während eine Funkenmixtur sie schocken kann, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Ansteckende Verunreinigung ermöglicht es ihr, Gifte zwischen den Gegnern zu verbreiten, während überwältigende Toxizität die Anzahl der Giftstapel verdoppelt, die Gegner erleiden können. Stürmischer Angriff erlaubt ihr, sich beim Schießen deutlich schneller zu bewegen, während unnachgiebige Verfolgung sie völlig immun gegen Verlangsamung durch Feinde macht. Das klingt alles in allem nach einer Mega-Ladung an Spaß und Abwechslung, würde ich mal sagen. Also gerade mit Gift weiter umzugehen, ist natürlich ein krasser AOE-Schaden, den man verursachen kann, wenn Monster Horden auf einen zustürmen. Diese Fläschchen zu werfen ist, denke ich mal, eine zusätzliche spaßige Möglichkeit, fast wie ein Grenadier quasi auch mit den Monstern umzugehen, nebenbei dann eben die Pfeile zu schießen und das eben auch noch zu schaffen mit einer schnelleren Bewegungsgeschwindigkeit während dem Schießen. Bedeutet sehr viel mehr Mobilität, sehr viel mehr Möglichkeiten, Schaden auf viele Feinde anzuwenden insbesondere. Deshalb denke ich, im Gegensatz zur Deadeye-Aszendenzklasse von der Waldläuferin wird die Pfadfinderin wahrscheinlich mehr Stärke im AOE-Schaden beweisen können. Aber wer weiß, was man alles basteln kann. Das hier klingt auf jeden Fall schon mal nach viel Abwechslung für Leute, die mit der Waldläuferin unterwegs sein möchten. Gehen wir jetzt weiter zur Hexe als Basisklasse und die kann zum Beispiel zur Infernalistin oder zur Blutmagierin aufsteigen. Als Infernalistin kann sie einen treuen Höllenhund beschwören. Der Höllenhund setzt Feinde in Brand und absorbiert einen Teil des Schadens, wenn die Infernalistin getroffen wird. Mit pyromantischer Pakt kannst du dein Mana in infernalische Flamme umwandeln. Während du mehr Zauber wirkst, baut sich die Flamme auf und wenn sie überläuft, erleidest du Schaden. Mit Flammenbringer solltest du sicherstellen, dass die Flammen konstant hochgehalten werden. Solange deine infernalische Flamme über einem bestimmten Level bleibt, werden alle Angriffe von dir und deinen Dienern Gegner entzünden. Sie kann sich auch in einen buchstäblichen Dämon verwandeln. In Dämonengestalt nimmt sie zunehmend Schaden, aber ihre Zauber- und Schadensrate steigt ebenfalls rapide. Wenn du planst, dich in einen Dämon zu verwandeln, sorge also für viel Lebensregeneration. Ja, diese Infernalistin, das klingt natürlich mega. Ihr habt nicht nur ein Pet dabei, ein Diener, der euch hier permanent mit Verbrennungen und zusätzlichem Schaden dient. Ihr habt auch noch eine krass geile Möglichkeit, als Dämonin sozusagen zu kämpfen, mit Flügeln durch die Gegend und Zauber reinzuschmeißen in die Feinde. Also da gibt es ja nicht viel Cooleres, würde ich mal sagen, was das angeht. Zudem habt ihr diese krasse Mechanik letztendlich, dass sich das Mana eben in diese infernalische Flamme umwandelt und ihr nicht mehr Mana als Pool habt für eure Zauber, sondern eben diese infernalische Flamme und diese Mechanik eben auch beherrschen müsst und meistern müsst, um das Maximum aus dieser Klasse rauszuholen. Ich denke, daher eignet sich diese Aszendenz für Spieler, die gerne aufmerksam spielen und während dem Spielen ständig eine Herausforderung haben möchten aus Schadensmaximierung und gleichzeitiger Bedrohung, dass man es eben nicht übertreibt. So was Ähnliches gibt es bei anderen Hack-and-Slay-Games auch mit Überhitzen zum Beispiel. Hier geht sehr viel im Köpfchen ab, während man spielt und wer das gerne tut, der sollte wahrscheinlich zur Infernalistin greifen. Die Hexe kann allerdings auch eine Blutmagierin werden. Sie ist eine Meisterin des Lebens und der Energie. Alle Blutmagierinnen müssen den Preis zahlen, dass Fähigkeiten sowohl Leben als auch Mana kosten. Aber im Gegenzug lässt jeder getötete Gegner Lebensreste fallen, mit denen sie schnell ihr Leben wiederherstellen können. Hier ist noch anzumerken, dass Jonathan Rogers etwas vergessen hat zu erwähnen, denn man kann nicht nur die Leben auf 100% füllen, sondern man kann über die 100%-Schwelle hinaus Lebenspunkte wiederherstellen, wodurch man sozusagen eine Reserve hat für seine Skills und seine Zauber, die man wirkt als Blutmagierin. Mit Blutrote Macht erhält sie
große Mengen zusätzliches Leben und mit Lebenssiphon kann sie durch ihre Zauber Leben zurückgewinnen. Wenn du eine signifikante Menge an Leben hast, kannst du Blutspike benutzen, um mit kritischen Treffern enormen Schaden zu verursachen. Also letztendlich geht diese Aszendenz auf diese Mechanik zurück, dass Skills, die Anwendung von Skills eben auch Leben kostet. Und das kennen wir eigentlich auch schon aus dem ersten Teil, da gab es diese Mechanik auch. Hier wird es allerdings wahrscheinlich deutlich noch komplexer und es wird mehr Möglichkeiten geben, hier mit diesen Lebensverlust umzugehen oder von diesem Lebensverlust, sage ich mal, zu profitieren in Form von Damage und sonstigen Nebenwirkungen. Jetzt gehen wir aber weiter zum Mönch als Basisklasse. Und wenn der mit den Elementen im Einklang ist, könnte er ein Beschwörer werden. Mit elementarer Ausdruck erzeugt der Beschwörer bei jedem kritischen Treffer Wellen elementarer Macht. Mit Glaube erhältst du die Fähigkeit zu meditieren, wodurch sich dein Energieschild verdoppeln kann. Wähle zwischen Ich bin der Schneesturm und Ich bin der Donner, um dich auf Kälte oder Blitz zu spezialisieren. Mit Ich werde toben kannst du dich in einen ungebundenen Avatar verwandeln. Jedes Mal, wenn du einen Statuseffekt auf einen Feind anwendest, gewinnst du ungebundene Wut. Wenn du genug gesammelt hast, kannst du dich in einen Avatar verwandeln, um mehr Schaden zu verursachen und zusätzliche elementare Statuseffekte anzuwenden. Die Beschwörer-Aszendenzklasse ist also, denke ich mal, sehr attraktiv, was zum Beispiel das Energieschild angeht, wenn man das verdoppeln möchte, also deutlich mehr Puffer haben möchte, bevor die Lebensleiste runtergedonnert wird. Und was man ja bisher gehört hat von Mönch, ist, dass er relativ schnell umkippen kann, aber jede Menge Spaß macht. Wer jetzt dieses zu schnell umkippen möglichst verhindern möchte, hat natürlich mit einem doppelten Energieschild deutlich mehr Chance, länger am Leben zu bleiben. Ansonsten klingt das für mich ziemlich cool, wenn man sich auf Kälte oder Blitz spezialisiert, könnte ich mir vorstellen, Kälte, noch krasserer Crowd Control, die Gegner einfrieren zu können, vielleicht um noch mehr Schaden zu vermeiden. Und das mit dem Avatar klingt für mich natürlich sehr stark nach einer Klasse, die sich für eine kurze Zeit stark buffen kann, um sozusagen Schadensspitzen rauszuholen für ein paar Sekunden oder ein paar mehr Sekunden, eben das zu verlängern vielleicht auch noch, um in sozusagen einen Berserker- oder Rage-Modus zu gehen und innerhalb dieser Zeit möglichst viel Platz zu machen. Und wer diesen Spielstil mag, den es ja durchaus einer klassischen Berserker-Klasse so gibt, für den könnte der Beschwörer sehr interessant sein. Andere Mönche entscheiden sich allerdings als Aszendenz dafür, dass sie stattdessen in die Dunkelheit eintauchen. Der Akolyt von Chayula kann seine Meisterschaft über Geister gegen Dunkelheit eintauschen. Eine Ressource, die sowohl zum Absorbieren als auch zum Verursachen von Schaden verwendet werden kann. Der Mantel der Dunkelheit schützt dich vor jeglichem eingehenden Schaden, aber mit Griff der Leere verursachst du zusätzlichen Chaosschaden basierend auf der Dunkelheit, die du hast. Ihr dunkler Pakt bietet stark erhöhte Chaosresistenzen und ermöglicht, dass Mana-Absaugung nicht nur sofort erfolgt, sondern auch auf das Energieschild angewendet wird. Mit erwachender Traum kannst du in das Reich der Breach-Dämonen einsehen. Dort findest du Flammen von Chayula, die Leben, Mana und Schaden verleihen können. Wie ihr es also bereits im Gameplay wahrscheinlich gesehen habt, ist diese Klasse, wie ich finde, ein kleines bisschen verspielter als vielleicht der Beschwörer, hat vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr Abwechslungspotenzial. Aber ansonsten natürlich auch eine krasse Sache, diese Mechanik zu haben mit der Dunkelheit. Das heißt, man kann viel Schaden bekommen, hat dann allerdings auch keinen großen Schadensbonus. Wenn man den Schaden möglichst vermeidet, profitiert man natürlich von der Dunkelheit-Ressource, die man dann in größerem Maße zur Verfügung hat. Diese Chaosresistenzen sind natürlich sehr, sehr wertvoll, denke ich. Und diese Mana-Absaugung klingt auch nach einer mächtigen Nebenbeifähigkeit, die man gerne mal mit dabei hat. Als letztes gehen wir zum Söldner als Basisklasse. Und da könntest du zum Beispiel ein Hexenjäger werden. Besessene Rituale gewährt dir einen Zauberschutz, der dich gegen elementare Treffer schützt, jedoch auf Kosten deiner Verteidigung gegen physische Angriffe. Mit eifriger Inquisition haben deine Gegner eine Chance, beim Tod zu explodieren, und die Chance verdoppelt sich gegen Dämonen und Untote. Mit Richter, Jury und Henker
kann dein erster Treffer gegen Feinde einen erheblichen Prozentsatz ihres Lebens an Schaden verursachen, wenn du Glück hast. Ideal für die Jagd auf mächtige Bosse. Mit Hexenbannen kannst du die Konzentration deiner Feinde brechen und verhindern, dass sie so häufig Zauber wirken, wie sie normalerweise könnten. Der Zauberschutz gegen elementare Treffer, jedoch auf Kosten von der Verteidigung, klingt beim Hexenjäger ziemlich interessant. Man sollte ja als Söldner eher allgemein darauf achten, sich nicht zu sehr von den Feinden direkt verprügeln und verknüppeln zu lassen. Das heißt, wenn man noch weiter auf Distanz gehen möchte und mit Ausweichrollen gut umgehen kann, den physischen Schaden gut wegsteckt und wegrollt, sag ich mal, dann ist dieser Zauberschutz, denke ich mal, ziemlich mächtig, weil er eben sehr effektiv gegen die Feinde ist, die von der Entfernung aus angreifen, wenn wir jetzt mal Bogenschützen wegnehmen. Aber ansonsten könnte das sehr, sehr effektiv sein, elementare Treffer zu vermeiden bei bestimmten Bossen oder auch bestimmten Feindestypen. Dass die Feinde explodieren können beim Treffer, da brauche ich, glaube ich, nicht groß viel dazu sagen. Wer mag es nicht, wenn die Leichenexplosion stattfindet? Also ich bin großer Fan davon. Und das mit Richter, Jury und Henker, dass man einen Mega-Prozentsatz von der Lebensleiste wegballern kann, dass man diese Chance drauf hat, ist ein ziemlich mächtiger Shit. Anders kann ich es nicht sagen. Und ja, die Konzentration der Feinde zu brechen und zu verhindern, dass sie so häufig Zauber wirken, wie sie normalerweise könnten, das ist, glaube ich, auch zusätzlich gegen Bosse sehr stark. Könnt mir also vorstellen, dass der Hexenjäger besonders bei Bossen schon richtig mal reinhauen kann, wenn er auch eine gute Portion Glück mitbringt. Aber auch gegen Monsterhorden nicht zu unterschätzen ist, gerade durch die Explosion und allgemein auch diesen elementaren Schutz. Als Söldner könntest du dich aber auch für die Edelstein-Legionär-Aszendenz entscheiden und deine Fähigkeiten verbessern, indem du Edelsteine direkt in deinen Körper einfügst. Integrierte Effizienz bietet dir zusätzliche Fähigkeitsplätze. Wundersame Infusion erhöht deine Maximalresistenz, je mehr Unterstützungsedelsteine du einfügst. Anpassungsfähigkeit erlaubt dir, Edelsteine jeder Farbe zu verwenden, ohne dir Gedanken über Attribute machen zu müssen, während kristallines Potenzial zusätzliche Qualitätsboni für jeden in deinen Charakter gesockelten Edelstein hinzufügt. Also ich glaube, diese Aszendenz beim Söldner ist eine von den verrücktesten, verspieltesten Aszendenzklassen überhaupt, die ich bisher jetzt in Path of Exile 2 gesehen habe. Mehr Edelsteine einfach im Repertoire zu haben, also sprich mehr Skills, dann auch noch von Unterstützungsedelsteinen profitieren zu können, sei es in Form von Resistenzen, dass man die noch pushen kann oder eben auch zusätzliche Qualitätsboni hat für diese Edelsteine, die man da sockelt. Das ist schon krass. Also man kann sogar die Anforderungen für Edelsteine ignorieren, sodass man eigentlich so gut wie auf alles Zugriff hat, sofern es die Waffe nicht verbietet, das zu benutzen. Insofern hat man dann mit dem Edelstein-Legionär ein mega größeres Repertoire als jede andere Klasse im Spiel, um sich noch was Verrückteres zusammenzupuzzeln, als sowieso schon möglich ist. Wer also, denke ich mal, ein Theorycrafter ist, der sich für den Söldner entschieden hat und sowieso gerne vor seinem Charakter sitzt und drüber brütet, was man jetzt Verrücktes machen könnte mit den Edelsteinen und den Unterstützungsedelsteinen, der wird beim Edelstein-Legionär zu 100% auf seine Kosten kommen und man kann bisher einfach nur sich ausdenken und ausmalen, was da alles an verrücktem Scheiß möglich sein wird. Ja, und zu guter Letzt lässt sich jetzt hier noch festhalten, dass wir natürlich über den Early Access gesprochen haben und eigentlich jede von den grundlegenden Basisklassen, die wir jetzt angesprochen haben, dass noch eine zusätzliche Aszendenz pro Klasse hinzukommt. Das heißt, nochmal 6 Aszendenzklassen werden ins Spiel finden. Dem aber nicht genug. Wir werden ja auch bis zum Release spätestens nochmal 6 Klassen dazu bekommen, die alle nochmal 3 Aszendenzklassen zur Verfügung haben werden. Das heißt, reichlich Material für die Zukunft, um sich was auszusuchen, um rum zu experimentieren ohne Ende und wahrscheinlich auch viele Ligen genießen zu können, einfach weil man was anderes spielt, was anderes ausprobiert und so weiter und so fort. Lasst mir gerne unten eure Meinung da. Sagt mir gerne, welche Klasse sich für euch am besten und am lustigsten anhört und welche ihr natürlich zum Start vom Early Access
spielen wollt und so weiter. Ich freue mich auf eure Kommentare.